So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Ja, ich bin im nächsten Gebiet angelangt und hier sehe ich schon eine Höhle. Mal sehen, was es in dieser Höhle zu finden gibt. Da werde ich doch gleich mal reinstürmen. Aha, da haben wir was. Elixier erhalten. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Jetzt muss ich mal überlegen, wo gehe ich denn als nächstes hin? Jetzt muss ich mich mal ein bisschen sammeln. Ach, ich gehe mal hier raus. Mal sehen, wo mich das hinführt. Ich habe wirklich keinen Plan. Überhaupt keine Ahnung. Oh, was haben wir denn dafür? Wow. Schnee. Eine Schneefrau. Oha. Oh, danke. Wäre doch nicht nötig gewesen. Bam. Barrett, gib's ihr. Ba, 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 bam. Und Cloud. Oder auch nicht. Eis 2. Okay. Ist das alles? Mann, los. Egal, er greift nochmal an. Ey, was für ein scheiß Gegner. Der kontert jetzt dauernd mit Eis 2. Ich sollte Magie anwenden. Aber was? Faszination. Ja. Das war mir klar. Und Cloud fällt rein. Oh no, er ist verwirrt. Bam. Er kontert immer mit Eis 2. Ja, ich hätte mit Magie angreifen sollen. Das wäre, glaube ich... Oh, danke. Wäre, glaube ich, geschickter gewesen. Bam. Und tschüss. Du eiskalte Schönheit. Nee. 500 Erfahrungspunkte. Naja, nicht gerade viel. Gehen wir einfach mal weiter hier. Wo komme ich hier raus? Aha. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier nach oben. Da ich jetzt überhaupt keinen Plan habe, wo ich hin muss. Also dieses Dungeon nervt. Ich mag's nicht. Ich mag's wirklich nicht. Vor allem dieses weitläufige Schneegebiet hier, das ist wirklich... Ja. Genau. Und das kommt noch dazu. Dass man irgendwann mal ohnmächtig wird. Genau das kommt da dazu. Bist du wach? Okay, ich muss mal gucken, wo ich denn überall hin kann, wo es denn überall Sachen gibt. Muss ich mal schauen. Du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Ist ein Wunder, dass du in Ordnung bist. Jo. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Danke. Nein. Hast du je von denen gehört, die es mit der Felswand aufgenommen haben? Nein. Eine alte Legende besagt, dass hier etwas vor langer Zeit vom Himmel fiel. Es soll das Land nach oben geschoben und diese Felswand gebildet haben. Vor 30 Jahren nahmen Jamski und ich diese Felswand in Angriff, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Aber wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir hatten erwartet, dass die Temperatur niedrig sein würde. An dieser Felswand weht immer ein beißender kalter Wind. Die kalte Luft senkt deine Körpertemperatur. Genau. Jamski war unterhalb von mir. Er schnitt sein Seil selbst durch. Und ich hab's nicht mal bemerkt. Sehr traurig, ja. Danach habe ich mich hier niedergelassen. Ich fordere immer noch die Felswand heraus. Gebe anderen Bergsteigern eine Herberge und warne sie. Wenn ihr die Felswand ersteigen wollt, musst du zwei Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Zuerst müsst ihr die Route prüfen. Der Weg ist schwer zu finden wegen all dem Schnee. Zweitens, wenn ihr einen Sims erreicht, müsst ihr euch aufwärmen. Nochmal? Verstanden? Ja. Ja. Gut, dazu kommen wir später. Das werde ich nämlich später erst machen. Aber gut, ich kann mich kostenlos ausruhen. Jetzt möchte ich mich allerdings doch auf Schatzsuche begeben. Denn es gibt hier noch einige Sachen zu finden. Es gibt hier noch einige Sachen zu finden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich erstmal safen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So. Es geht weiter. Ohne viel Worte verlasse ich diesen alten Opa.
Und, ah ja, da ist ja schon der Rest meiner Gruppe. Okay. Ja, die frieren sich alle in den Arsch ab, oder was? Weißt du, ich hab nachgedacht. Was ist? An einem Ort wie diesem wird einem erst klar, wie ehrfurcht gebieten die Natur ist. Aber wenn mir jemand befehlen wollte, hier zu leben, würde ich sagen, er soll sich zum... Na, du weißt schon. Aber eins sage ich dir. Wenn ich aber doch hier leben müsste, würde ich die Dinge ändern und verbessern. Ich nehme an, das absolute Gegenteil hierzu ist Midgar. Wenn man die Sache so sieht, ist Shinra gar nicht so übel. Was zum Teufel sage ich da? Die Shinra nicht übel? Wir sichern die Strecke. Ihr kommt später nach. Genau, so machen wir das. Allerdings nicht jetzt. Barrett, was ist denn Barrett gefahren? Die Kälte macht ihn kaputt. Hä, wo bin ich jetzt gelandet? Ah, ja. Ach Gott, das hasse ich auch. Ach, jetzt muss man sich seine Route irgendwie zusammenstellen. Ja, und jetzt hier findet man ein paar... Ja gut, jetzt bin ich ja wieder da. Damit man den Weg wieder zurückfindet. Das ist, ja, könnte man so sozusagen eine große Übersicht des gesamten Gletschers... So eine grobe Übersicht, so eine Riesenübersicht und ja... Können wir ein paar in geregelten Abständen ein paar Signale hinstellen, damit wir uns nicht verlaufen. Und hier in dem Gebiet gibt es jetzt auch einige ja, Höhlen zu entdecken und einige Sachen. Ich hoffe, ich finde irgendwas. Döp, 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 döp. oh, da haben wir was gefunden. Okay. Ich werde dem Weg mal folgen. Mal sehen, wo er mich hinführt. Wie gesagt, der Gletscher, also man kann hier wirklich einige Sachen finden. Und das möchte ich eigentlich auch tun. Ich weiß nicht, was diese Weiterklappe bringen soll. Ob die irgendeinen Statuseffekt hervorruft oder keine Ahnung. Bam. Nimm das. Barrett, greif an. Bam, 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 bam. Yay. Und Cloud, gib ihm den Rest. Bounce. Och, Cloud, du bist so gut. Du bist so gut. So gut zu mir. So gut zu mir. Na, 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 na. Na los. Ach Gott, sind diese Wege lang. Oh, und gleich nochmal. Die nehmen so viel Videozeit in Anspruch, ey. Oh, die nehmen so viel Videozeit. Ich mag diesen Gletscher nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier großartig erzählen soll in dem Gebiet, weil es gibt nicht so viel zu erzählen. Na, 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 na. Oh ja, ich kann mal Komet zeigen. Ja, da hätte ich auch nochmal angreifen können. Ich kann mal Komet zeigen. Den hatten wir nämlich noch nicht. Bah. Komet. Bam. Hammer. Hammer Zauber, sage ich dazu nur. Also was ähnliches wie Meteor eigentlich. Nur Komet halt. Hammer Zauber, bauen. So, nur viel zu euch. Na, na, na. Ich bin mal gespannt, wo ich hier rauskomme. Oder ob ich überhaupt irgendwo rauskomme. Aber das bezweifle ich nämlich auch. Oh doch. Oh doch, ich bin irgendwo rausgekommen. Ich habe allerdings überhaupt keinen Plan, wo. Überhaupt keinen Plan, wo ich hier bin. Puh, gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal da lang. Ja, jetzt wissen wir das hier. Oh Gott. Es ist nervig. Ich weiß nicht, soll ich das in ein Video packen oder soll ich das alles offscreen machen? Aber, ja. Ist ja auch scheiße, wenn ich es offscreen mache, weil ihr wollt es ja auch sehen. Nehme ich doch mal an. Auch wenn der Gletscher ziemlich öde ist. Bam. Zack. Bums. Deine fliegende Sichel, die kannst du dir sonst wohin schmieren. Barrett, gib's ihm. Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich mal überlegen. So, weiter geht es.
sind immer so diese Passagen zwischen diesen Gebieten. Das ist so lästig, ja, immer wieder hier diese Wege zu laufen. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Okay. Gehen wir mal nach unten. Ich denke mal, unten sollte ich irgendwo anders hinkommen. Fragt sich nur wo. Hey, der schon wieder. Der schon wieder. Feuer dürfte reichen, oder? Ja, natürlich reicht es. Natürlich. Na. So. HP plus Ebene. Yeah, plus 1. Meine Videozeit ist auch an dieser Stelle zu Ende. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Final Fantasy 7 wieder. Bis dann, euer Lucifer.